So, hier ein kurzer Zwischenbericht. Die Monteure sind hier gerade auch im Keller noch am Weitermontieren. Ich gehe hier mit zur Hand, immer wenn es halt darum geht, irgendwie die Kabel bzw. irgendwas zu halten. Ein bisschen aufgeräumt habe ich hier, aber man kann das schon ganz gut sehen. Das ist hier ein unheimliches Tempo, das hier vorgelegt wird. Im Erdgeschoss sind die Fenster eben schon, die Fensterrahmen alle schon eingesetzt. Sowohl die Bodentiefen als auch die nicht Bodentiefen, normalen Fenster. Hier in der Küche als auch da drüben schon, alles schon eingesetzt. Hat auch soweit super geklappt. Die hier sind ja sowieso unproblematisch, das fanden auch die Monteure überhaupt nicht bedenklich oder so. Ein bisschen skeptisch geguckt haben sie hier bei dieser Konstruktion, aber letztendlich haben wir es auch hinbekommen und auch zur Zufriedenheit der Monteure. Da war ja hier ein Loch reingebohrt für eine Unterputzdose. Hier kommt jetzt das Lero heraus und das Kabel geht eben hier zu diesem Kontakt da unten lang. Schaut soweit alles super aus, läuft wunderbar. Und wie gesagt, jetzt sind wir gerade im Keller. Da bin ich jetzt dabei, irgendwie die Kabel mit der passenden Länge hoch und runter zu ziehen. Aber soweit schon mal als Update oder als Zwischenbericht funktioniert. Jetzt sind wir im Keller auch gleich fertig. Dann geht es schon ins Obergeschoss. Also das geht hier mit einem Affenzahn voran. Ich glaube, der erste wesentliche Schritt sind ja die Rahmen. Die werden dann irgendwie nochmal verstärkt mit Winkeln da unten in dem unteren Bereich. Aber die grobe Arbeit oder aus meiner Sicht die problematischen Aspekte funktionieren soweit super. Vielleicht noch ein paar Worte zur Fixierung oder Montage. Also die Fensterrahmen, die werden einmal ordentlich gereinigt hier an der Seite, an der Außenkante. Dann kommt da eben so ein Dichtband, Montageband hin, sowohl von innen als auch von außen. Außen ist das so eine Art Gummidichtung, die halt zum Glattstrichchen abdichtet. Innen ist das hier so ein Band, das wird jetzt dann mit Montageschaum oder Kleber verfüllt. Dann wird das Band hier so umgeknickt und auch nochmal festgeklebt. Und dadurch ist das eben von innen luftdicht, von außen schlagregendicht. Und erfüllt dann hier hoffentlich die Vorgaben, beziehungsweise hält er das Wasser fern und die Wärme und Energie im Haus. Ansonsten ist der Rahmen einfach hier für vielen verschiedenen Stellen seitlich eben, da wird quasi gebohrt in die Wand hinein. Und dann geht es hier, kann man auch sehen, die Schraube, das sind relativ lange Schrauben, die gehen dann bis hierhin, dürfen in die Wand gehen, an mehreren Stellen seitlich und auch eine oben. Und von unten kommen dann nochmal Winkel hin, wurde mir gesagt, damit das einfach, wenn man mal das Fenster zuschlägt, sich nicht irgendwie ausarbeitet. Aber das scheint alles sehr schnell, sehr unproblematisch und ja, bewährt sein. Die haben hier jeden Handgriff schon oft gemacht, das merkt man. Und wie gesagt, jetzt geht es gleich ins Obergeschoss und auch da sind wir wahrscheinlich in einer Stunde oder so, sind die dann mit ihrer Arbeit durch. Und dann geht es halt an das Einsetzen der Flügel und so weiter, aber grundsätzlich, Thumbs up.